Manche Leute stellen sich Jura so ein bisschen vor wie Zaubereischule. Man muss nur den richtigen Paragraphen finden, aufsagen und dann passieren wunderbare Dinge. Und da gibt es im Grundgesetz natürlich wunderbare Normen, die man zitieren kann. Die Querdenker haben das in den letzten Monaten immer wieder getan, zum Beispiel Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit. Oder, und das ist jetzt in letzter Zeit ein häufig erwähntes Grundrecht, Artikel 2 Grundgesetz. Artikel 2, das allgemeine Freiheitsgrundrecht, ist ja im Grunde für fast jede freiheitseinschränkende Maßnahme anwendbar. Wenn ich Maske tragen muss, dann ist das ein Eingriff in meine persönliche Grundfreiheit und damit verboten. Oder nicht? Nun, der Irrtum, der hier häufig begangen wird, ist, dass viele Leute den Eingriffsbereich bereits gleichsetzen mit dem Verfassungsverstoß. Es ist richtig, dass der Schutzbereich des Freiheitsgrundrechts sehr schnell eröffnet wird. Aber andererseits ist es auch so, dass dieser Eingriffsbereich relativ leicht gerechtfertigt wird. Es gibt nämlich Grundrechte mit unterschiedlicher Robustheit. Und um das vorwegzunehmen, Artikel 2 ist sozusagen das Schwächste von all denen, denn man braucht für Artikel 2 nur ein Gleichgewicht auf der anderen Seite, ein anderes Rechtsgut, was genauso betroffen ist, wie zum Beispiel ein persönliches Recht einer anderen Person oder einer Allgemeinheit. Während ich also bei Artikel 4, Religionsfreiheit, wirklich überragend wichtige Gründe habe, um zum Beispiel Gottesdienste zu verbieten, brauche ich bei Artikel 2 nur ein mindestens gleichwertiges Grundrecht für eine oder mehrere andere Personen, um einen solchen Eingriff zu rechtfertigen. Wir haben also eine Güterabwägung. Und was auch häufig übersehen wird, Artikel 2 sieht selbst bereits die Verpflichtung des Staates zur Gesundheitsvorsorge vor. Das heißt, hier konkurriert quasi Artikel 2 mit Artikel 2. Und das wird besonders dann interessant, wenn es um die Schulpflicht geht. Da hat man also einerseits diejenigen, die sagen, die Schulen sollen offen bleiben, weil wir haben ja ein Recht auf Bildung. Und die anderen, die sagen, die Schulen müssen geschlossen werden, weil es gefährlich ist und der Staat muss mich schützen vor solchen Gefahren, kann mir nicht zumuten, mit der Schulpflicht, die ja strafbewehrt ist, mich einer solchen Gefahr auszusetzen. Welches der beiden Grundrechte überwiegt an der Stelle? Nun, das ist eine Frage im Einzelfall. Ich kann nicht sagen, bei welcher Inzidenzzahl oder Auslastungszahl und Abhängigkeit vielleicht von den Altersklassen das Pendel in die eine oder andere Richtung kippt. Aber es ist jedenfalls so, dass eine Abwägung stattfinden muss und dass es nicht einfach ausreicht, nur zu sagen, hey, hier ist Artikel 2 betroffen. Denn Artikel 2, seien wir ehrlich, ist fast immer betroffen. Es ist geradezu ein Auffanggrundrecht, was man dann nimmt, wenn ein anderes Grundrecht nicht zum Erfolg geführt hat. Und wenn wir zum Beispiel im Bereich von Artikel 12 Berufsfreiheit sind, dann kann man in so einer Klausurprüfung, im Staatsexamen, am Schluss immer noch den Artikel 2 anführen, der ist nicht ausgeschlossen, aber in der Regel hilft dann nichts, wenn schon Artikel 12, was das stärkere Grundrecht ist, nicht greift. Dann komme ich mit Artikel 2 auch nicht weiter. Es gibt Sachverhalte, wo ich nur Artikel 2 habe, wenn es zum Beispiel um das Tragen der Maske geht, dann ist das das Einzige, worauf ich mich berufen kann. Eventuell vielleicht noch Persönlichkeitsrechte. Mein Antlitz wird verunstaltet, wenn ich eine Maske trage. Da könnte man über Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2 nachdenken. Was man sich aber merken sollte bei Artikel 2, er endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und er ist ein Abwägungsgrundrecht. Man muss also gucken, wie stark sind die Grundrechte, die dadurch geschützt werden. Denn im Grunde genommen reicht jedes fremde individuelle Recht oder eine verfassungsgemäße Rechtsnorm, das ist also jedes Gesetz, was aufgrund des Grundgesetzes erlassen wurde, aus, um eine Einschränkung zu rechtfertigen.